So, weil dann erstmal weiter. Eine von diesen komischen Nekromanten haben wir ja noch. Von diesen Beschwörern. Oh ja, und jede Menge Zombies. Sehr schön. Aber das macht nichts. Diese Zombies sind das geringste Problem. Das werdet ihr bedauern. So. Na gut, werde ich mich doch erstmal anderweitig kümmern. Okay, Beschwörung hat aufgehört. Da ist nichts mehr. Ach so, ich muss ja sowieso. Okay. Ich habe Energieverlust. Ich grüße. Ich meine zumindest, dass ich das nicht unbedingt durch ein Nickerchen loswerde. Außerdem geht's auch schneller. So. Okay, also beschworen werden kann jetzt erstmal gar nichts mehr. Das heißt zumindest, die Armee wächst nicht mehr. So. Da ist die Schwörerin. Mitten im Schreckensäbel. Das werdet ihr bedauern. Ja, diesen Feuerring. Noch jemand ohne Fahrschein? Dieser Feuerring heißt nämlich, greife ich sie an, nehme ich Feuerschaden. Und das kann wehtun.
Ich grüße. Aber immerhin, der Feuerring ist weg. Jetzt kann ich. Ja. Ohne Schaden zu nehmen angreifen. Kokon haben wir hier noch. Einen Gong-Gong. Na gut, und da haben wir da oben noch eine Tür. Vielleicht ist die ja verschlossen, wer weiß. Wer weiß. So. Oh, ein Kindermädchen. Na sowas. Seid gegrüßt. Beim heiligen Ilmater. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort hier? Immer mit der Ruhe. Ich habe euch gerade aus Kokon befreit, ne? Ihr habt mich befreit. Oh, die Spinnen. Jetzt fällt mir wieder ein. Es ist entsetzlich. Einfach entsetzlich. Die Kinder. Sie sind alle weg. Londas Kinder? Ja. Ja, ihr kennt sie? Ich bin ihr Kindermädchen. Es war schrecklich. Der Oberkommandant, er hat die Kinder aus Londas Haus entführt. Er hat mich diesen Spinnen zum Fraß vorgeworfen und er hat die größeren Kinder in Kreaturen verwandelt, wie er ist, meinst du das vielleicht? Die kleineren hat er den anderen Kreaturen gegeben, sie sind alle tot, alle. Das ist alles, was von ihnen übrig ist. Findet Londa und gebt ihr das. Sagt ihr, dass ich versucht habe, sie zu retten. Vergeblich. Soll ich euch zu Londa zurückbringen? Ich kann Londa nicht mehr ins Gesicht sehen. Nicht nach all dem, was passiert ist. Ich will nur noch weg hier. Danke, dass ihr mich befreit habt, aber ich muss gehen. Okay, also die Kinder sind also wirklich tot. Ist ganz schön flink für so ein etwas älteres Kindermädchen. Okay, ja, die war sehr, sehr flink, sehe ich gerade. Hat sie mir den überhaupt gegeben? Ein Teddybär, oh oh. Der große, ausgestopfte Teddybär ist zerfleddert und offenbar angenagt. An mehreren Stellen ist der Blut verschmiert. An ihm befestigt ist ein kleines Etikett, das einen gut lesbaren Namen trägt. Tamlin Weißschnee. Oh oh. Oh Mann.
Jetzt bin ich richtig sauer. Ich hatte mir überlegt, vielleicht verschone ich ihn noch, wenn ich die Kinder hier noch finde, aber jetzt nicht mehr. Warte mal, Belle. Wenn du mir über den Weg läufst. Lass mich raten. Das ist auch schon. Wenn du mir über den Weg läufst, werde ich gehen. Ich sollte noch nicht gegen ihn kämpfen, weil er ja... noch den Schutz von ein paar Gargüle-Statuen hat. Vielleicht kann ich ihn ja abhängen. Jetzt wird er mich nicht finden. Nicht finden wird er mich. Glaube ich. Na, die Tür ist immer noch zu. Oh. Ihr erwartet euch der Tod! Ach, Scheiße. Ich grüße ob... Entweder laufe ich an denen vorbei oder nicht. Was war das denn jetzt gerade? Hä? Das musste ich jetzt nicht wirklich verstehen, oder? Alter! Ihr erwartet euch der Tod! Ihr erwartet euch der Tod! Alter! Ich grüße euch, mein Kind. Dir will ich nicht sprechen. Ich grüße... Give a kiss. Bin ich komplett eingekesselt. Ja, super. Und ich kann doch nicht mehr weg. Oh Mann. Ich grüße. Das gibt's doch. Grüße. Feier. Nicht gleich alle auf einmal und vor allen Dingen nicht so, dass ich mich nicht bewegen kann. Das ist doof. Habe ich entschieden. Handel sei getilgt. Fürchtet mich! Eure Schande sei getilgt. Eure Schande sei getilgt. Schon bessere besiegt als euch. Hm. Okay. Ich will an denen vorbei, damit ich diese komischen Statuen platt machen kann oder kaputt machen kann. Hier erwartet euch der Tod. Glaube ich nicht. Nicht meiner. Hier erwartet euch der Tod. Nicht meiner. Alter, geh weiter. Das hier werden wir... Mach die Statue kaputt, Mann! Eure Schande sei getilgt! Das werdet ihr bedauern! Hand.
habe schon bessere Musik als euch. Ihr werdet nicht überleben! Das war dumm. Aha. Das war echt extremst dumm. Aber gut, was willst du machen? Passiert ist passiert. Naja, aber gehen wir dann eben wieder hin. Aber immerhin habe ich die Statue jetzt kaputt gekriegt. Okay. Nochmal kurz den Weg lang. Der ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so lang, ist, weil ich nicht durch die anderen Abwasserkanäle muss. Oder was heißt muss? Grundsätzlich laufe. Ich hätte da ja so oder so nicht langlaufen brauchen. So. Da sind wir wieder. Sind wir also alle doch dahin? Es gibt's doch gar nicht, wie... Was? Das wird... Der durch meine Hand! Hier macht. Ich grüße. Meine Güte, aber das ist ein guter, das ist ein Kampf, der fordert einen. Das ist gut. Oh, jetzt ist er... Ich habe schon besseren Weg als euch! Grüße euch. Ich habe seinen Mann etwas dezimiert. Na, verarschen kann ich mich alleine. Wind am Lagerfeuer. Das hier werden wir. Ah!
So. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. So, in der Stadt Luska dreht sich alles um die Streitigkeiten der Oberkommandanten der Stadt. In letzter Zeit ist aus den Streitigkeiten ein offener Krieg um die Herrschaft der Stadt geworden. Die zwei überlebenden Oberkommandanten Kurse und Barham haben inzwischen alle Grenzen überschritten. Abenteurer aus Niewinter haben die Situation ausgenutzt und genutzt und beide Männer getötet. Sie haben damit der langen Herrschaft der Oberkommandanten ein Ende bereitet. Yes. Achso, Moment. Das ist aber auch... Jetzt will ich erstmal alles angucken, was ich hier jetzt gefunden habe. Charisma. Mhm. Zwergenglück, okay. Säure. Ja, habe ich schon. Brauche ich also nicht. Blaue Rüstung. Ja, nee. Brauche ich auch nicht. Mein Gott. So, aber da hinten gibt's noch was. Ja, ja. Da war noch mindestens eine Priesterin. Das hier werden wir nicht beide überleben. Eine hat sich geduckt. Hat der nicht mehr so eine große Schnauze, wa? Gemeines. Das hier werden wir nicht beide über... Genau. So, und hier haben wir noch eine Priesterin. Priesterin des... Und die heißt Blitzpfeil. Okay. Okay. Nein! Jetzt wäre ich ja fast drauf reingefallen. Oh, aber hier gibt es auch noch Überreste. Und zwar ein Kupferring. Naja, gut. So. Mhm. Falle entschärfen. Hier auch mal die Falle entschärfen. Und dann gucken wir mal rein. Ja, da muss ich ja London noch die extrem unschönen Nachrichten überbringen, dass von ihren Kindern nicht wirklich viele übrig sind. Das hier werden wir nicht beide überleben. Das hier werden wir nicht beide überleben. Hui. Eine Armbrust. Eine leichte zumindest. Silberhalskette. Ein Schutzring. Und nochmal ein Siegel. Na gut, ein zweites Siegel brauche ich wahrscheinlich nicht wirklich. Es sei denn, er hat vielleicht eine bessere Tarnung für mich. Ach so, ach Quatsch. Na komm, da müssen wir jetzt nicht übertreiben. Den Weg laufen wir jetzt nicht zurück. So. Der Weg ist doch bei weitem kürzer. Ach, siehst du, ich kann ja auch noch hier... Was soll das denn jetzt werden? Im Bordell kurz Bescheid geben, dass ich da ja einige platt gemacht habe. Die beiden Oberkommandanten. Obwohl, nee, ich muss ja eh in den Heerturm. Ich gehe... Machen wir es schön eins nach anderen. Auf dem Weg. Erstmal zu London und dann auf dem Weg... Auf dem Weg zum Heerturm. Am Puff vorbei. Okay. Na gut, okay. Ihr kommt zurück?
Habt ihr meine Kinder gefunden? Sind sie in Sicherheit? Leider nicht. Okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Tot? Nein, nein, das kann ich nicht glauben. Aber ihr habt ja Klein Tomlins Teddy. Das ist seiner, ganz bestimmt. Also stimmt es, was ihr sagt. Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Hier ist der Schlüssel zur Schatzkammer meines Gemahls. Sie liegt in den Abwasserkanälen, einem langen Gang nördlich des Wassers. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Tja. Die Abenteurer überbrachten die schreckliche Neuigkeit Londa, der Mutter der Kinder. Verzweifelt und in Tränen aufgelöst, floh sie aus der Stadt. Ja, das kann ich aber allerdings auch nachvollziehen. Hey. Was ist das denn? Oh, sie hat sich in die Straßenräume gestürzt. Ich schlitze euch die Kehle auf! Was denkt sich diese dumme Wachtel eigentlich dabei, sich so auf uns zu stürzen? Okay. Das ist selbst gut. Schatzkammer-Schlüssel, okay. Dann weiß ich auch wahrscheinlich, wo die Schatzkammer ist. Na los, mach ihn platt. Spiel doch nicht so. Das ist doch gemein, mach ihm doch keine Hoffnung. So. Auf ins Bordell. So. Das war ja diese... Rain? Die hatte ja irgendwie mit dem zu kämpfen. Also damit zu kämpfen, dass sie den dienen musste. Kann ich ihr ja sagen. Ist alles vorbei, beide sind tot. Mal ebenso im Vorbeigehen abgeschlachtet. Da. Nun seid gegrüßt. Wieder zurück? Ich gab euch einen Schlüssel, damit ihr die Oberquadranten umbringt, oder was immer ihr auch sonst vorhabt. Was wollt ihr also noch? Tja, ihr solltet wissen, dass Kurs tot ist. Ist er das? Nun, das ist gut. Dieser selbstgefällige Bastard hat es verdient zu leiden. Ich hoffe nur, dass er am Ende um Gnade winselte. Vermutlich sollte ich euch nun dafür danken, dass ihr ihn beseitigt habt. Ihr habt nicht zufällig auch mit Barham aufgeräumt, wo ihr schon mal dabei wart? Jupp, passt. Was? Ihr macht wohl Witze, oder? Nein, ihr meint es ernst. Ich kann es an eurem Gesicht ablesen. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Danke, Sam. Vielen Dank. Endlich stehe ich nicht mehr unter der Fuchtel dieser beiden Bastarde. Ich wünschte, ich könnte euch irgendeine Belohnung anbieten. Ihr habt uns allen einen großen Gefallen getan. Mögen die Götter euch segnen, Elia. Ach so. Nee, Quatsch. Ich dachte, ich hätte da questtechnisch... Okay, gut. Wohl nicht. Hast du irgendwas? Hallo, Schätzchen. Macht es euch bequem? Nee, dann doch nicht. Ihr geht schon? Dann seid vorsichtig, Schätzchen. Du hast gerade übrigens eine Angestellte verloren. Zumindest so sah das gerade aus.